20% der reichsten Menschen erhalten 82,7% des Welteinkommens. Die Welt gehört wenigen. Ein Bruchteil von dem Vermögen der 225 Reichsten könnte jedem auf der Welt eine gesunde Ernährung ermöglichen. Doch das Geld fließt nicht zurück. Stattdessen wächst die Kluft zwischen Arm und Reich, auch in Deutschland. Laut dem Statistischen Bundesamt besitzen heute 10% der Reichsten fast die Hälfte des gesamten Privatvermögens. Die Hälfte der Bürger teilt sich dagegen schmale 4%. Würden die 300 reichsten Deutschen ihr Vermögen zusammenlegen und einen gemeinsamen Staat gründen, so wäre ihr Haushalt größer als der Haushalt der gesamten Bundesrepublik. Das Hungerproblem ist die verborgene Massenvernichtung unserer Zeit. Es ist die schleichende Zerstörung von Menschen im riesigen Ausmaß. Das sagte ein bekannter britischer Politikwissenschaftler. Über 1 Milliarde Menschen leiden an chronischem Hunger. 25.000 Menschen sterben täglich daran. Diese ungeheure Zerstörung menschlichen Lebens ist umso tragischer, weil Hunger überwunden werden könnte, denn auf der Erde werden genügend Nahrungsmittel für alle produziert. Ich begrüße zum Aula-Gespräch Jean Ziegler aus Genf. Er war lange Zeit Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung. Seit 2008 ist er Mitglied des Beratenden Ausschusses des UNO-Menschenrechtsrats. Herr Ziegler, vor ein paar Wochen endete in New York der Millenniumsgipfel. Er hatte zum Ziel, den Hunger weltweit zu bekämpfen. Kritiker sagen, dieses Ziel sei in weite Ferne gerückt. Der Gipfel habe überhaupt nichts gebracht. Sehen Sie das auch so? Nein, das sehe ich nicht so. Es ist komplizierter als diese einfache Aussage. Einerseits im September 2000 sind 147 Staatschefs und Regierungschefs in New York zusammengekommen und haben die 8 Tragödien, welche die Menschheit peinigen zu Beginn dieses Jahrtausends, also Hunger, Epidemien, verseuchtes Wasser, Kindersterblichkeit, Analphabetismus und so weiter, aufgelistet und haben gesagt, bis 2015 müssen diese Tragödien entweder behoben, ganz behoben sein oder, was den Hunger anbetrifft, die Opferzahlen um die Hälfte reduziert werden. Diese Bewusstseinsbildung, die vor 10 Jahren stattgefunden hat und die absolut neu ist in der Geschichte der Vereinten Nationen, ist an sich gut. Das war eine gute Initiative. Jetzt, vor einigen Wochen, hat im Rahmen der 65. Generalversammlung der UNO eine sogenannte Zwischenbilanz wurde erstellt von den Staats- und Regierungschefs. Und die ist natürlich total verheerend. Wenn Sie nur den Hunger nehmen, also das erste Millenniumsziel, da war die Forderung, bis 2015 müssen die Opferzahlen um die Hälfte reduziert werden. Das Gegenteil passiert, der Hunger steigt. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. 37.000 Menschen sterben am Hunger jeden Tag. Und fast 1 Milliarde Menschen sind permanent schwerstens unterernährt. Und derselbe World Food Report der FO, der Spezialorganisation für Ernährung und Landwirtschaft der UNO, der die Opferzahlen gibt, sagt, dass die Weltlandwirtschaft in der heutigen Entwicklungsphase problemlos 12 Milliarden, also das Doppelte der Weltbevölkerung, ernähren könnte. Schlussfolgerung, Fazit, es gibt heute, es hat ihn einmal gegeben, aber heute gibt es keinen objektiven Mangel mehr. Ein Kind, das am Hunger stirbt, jetzt wo wir reden, wird ermordet. Ein Kind, das am Hunger stirbt, stirbt immer auf dieselbe Weise. Physiologisch geht die Zerstörung vor sich. Zuerst werden die Fettreserven aufgebraucht, dann schwindelt die Muskelmasse, dann bricht das Immunsystem zusammen, dann kommen in den Atemwegen die fürchterlichen Entzündungen und dann stirbt das Kind unter sehr, sehr großen Schmerzen. Es ist also kein Verlöschen, sondern was ich immer gemeint habe, aber es ist ein fürchterlicher, schmerzlicher Tod. Der ist überall derselbe, auf der ganzen Welt. Ja. Aber die Kausalitäten, die zu dieser Zerstörung führen, sind von Kontinent und häufig von Region zu Region verschieden. Zum Beispiel in Afrika, wo die Hungerzahlen ganz massiv steigen, also von 71 Millionen auf 202 Millionen innerhalb der letzten 28 Jahre. Dort ist eines der Hauptprobleme die Agrardumpingpolitik der Europäischen Union.
oder der Industriestaaten überhaupt. Die Industriestaaten haben letztes Jahr ihren Bauern, die ja sehr minoritär sind, 349 Milliarden Dollar bezahlt an Produktions- und Exportsubventionen. Das heißt, sie können auf jedem afrikanischen Markt, in Sandaga, in Dakar, in Niamey, in Bamako, heute deutsches, französisches, portugiesisches, griechisches Gemüse, Früchte, Geflügel zur Hälfte oder zu einem Drittel des Preises vergleichbarer afrikanischer Inlandprodukte kaufen. Und sie haben dann ein paar Kilometer weiter, wenn ich von Dakar rede, dem größten westafrikanischen Markt, dem buntesten, schönsten, lärmigsten, der Wolofbauer steht mit seiner Frau, mit seinen Kindern 10 Stunden lang unter brennender Sonne, rackert sich ab und hat nicht die geringste Chance, auf ein Existenzminimum zu kommen. Von 53 Staaten Afrikas sind 37 praktisch reine Agrarstaaten. Und dann kommen die Kommissäre in Brüssel, das ist der abgrundtiefe Scheinheiligkeit und Verlogenheit der Kommissare in Brüssel. Sie organisieren mit dem Dumping den Hunger in Afrika und verfolgen militärisch die Hungerflüchtlinge, die versuchen, von der mauretanischen Küste auf die Kanarischen Inseln zu kommen oder von der libyschen Küste auf Lampedusa zu kommen. Und die werden ins Meer zurückgeworfen und viele Hunderte von ihnen jeden Monat gehen in den Wellen unter. Aber dann wäre ja, Herr Ziegler, auch jegliche Entwicklungshilfe gleich ad absurdum geführt. Weil die hilft ja den Bauern in Afrika. So kann es so einfach. Aber die hilft ja den Bauern in Afrika überhaupt nicht weiter. Nein, überhaupt nicht. Es gibt noch ganz andere Probleme, zum Beispiel das Bioethanol oder der Biodiesel. Letztes Jahr haben die Vereinigten Staaten von Amerika, ich nehme das Beispiel des größten Produzenten, 138 Millionen Tonnen Mais und Hunderte von Millionen Tonnen Getreide verbrannt, um Agrarrohstoff, also Bioethanol, Biodiesel, herzustellen. Auch wieder mit Gründen, die man auf den ersten Blick verstehen kann. Bekämpfung der Klimaschäden und weg vom ausländischen Erdöl. Auf einem Planeten, wo alle 5 Sekunden ein Kind verhungert, ist das Verbrennen von Nahrungsmitteln zur Herstellung von Biotreibstoffen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn man einem Bauern jetzt in Afrika meinetwegen zeigt, wie er gut irgendwas anbauen kann, irgendwelche Früchte, würde ich ja nach Ihrer Theorie sagen müssen, das ist eigentlich im Grunde genommen nur ein ganz, ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein, weil man muss dieses Agrardumping eigentlich überwinden. Ja, Sie haben recht in der Fragestellung, es ist absolut richtig, aber es ist komplex, es ist so. Es geht nicht darum, den Ländern des Südens, den Völkern des Südens mehr zu geben, es geht darum, ihnen weniger zu stehlen. Das ist das Grundprinzip. Aber wir reden ja zu einem deutschen Publikum und Deutschland ist ja jene Demokratie in Europa, die nicht nur die lebendigste ist, sondern auch, wo die meisten Nichtregierungsorganisationen sind, die Deutsche Welthungerhilfe zum Beispiel oder CARE oder viele andere ATTAC, die leisten ganz Großartiges mit individuellen Spendengeldern der Bürgerinnen und Bürger. Und das nützt etwas, insofern, ich gebe Ihnen ein Beispiel, die Noma-Krankheit, die kennt man in Europa nicht, das ist das Zerfressen des Gesichtes, ja, des Gesichtes, das ist eine ganz fürchtliche Krankheit, die die Kinder entstellt, dann können sie den Mund nicht mehr aufmachen, dann kommen die Knochen zum Vorschein und dann sterben sie. Die Noma-Krankheit ist eine Unterernährungskrankheit. Die kann ganz leicht, ganz, ganz leicht behoben werden durch 4 Tage Antibiotika und eine gewisse Mundhygiene. Das kostet überhaupt 2-3 Dollar und nichts, wenn sie zurzeit entdeckt wird. Jetzt wird die nicht entdeckt, meistens in Tausenden und Tausenden von Dörfern, weil dort eine minimale gesundheitliche Versorgung fehlt. Und dann kommen später Ärzte aus Deutschland, aus Frankreich, aber vor allem auch aus Deutschland, Chirurgen und andere Transplantationsspezialisten, die versuchen, diese zerstörten Gesichter, ja, zu operieren, 5, 6, 7 Mal und dann gelingt es vielleicht, dem Kind ein menschliches Aussehen zu geben, ihm wieder zu normales Essen zu erlauben. Wenn diese Ärzte nicht kommen, gehen diese Kinder zugrunde oder leben mit diesen ganz fürchterlichen, entstellten, zerstörten Gesichtern in der sozialen Ächtung, mit dem täglichen Leid und so weiter. Diese Ärzte, die sind unersetzbar, auch wenn es Agrardumping gibt, auch wenn letztes Jahr 22 Millionen Hektar
Ackerland in Afrika gekauft bis geraubt worden ist von Hedgefonds, die da Palmölplantagen und Zuckerplantagen anlegen, wo früher Reis gepflanzt worden ist. Diese strukturellen Gründe, die Auslandsschuld, das Agrardumping, die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel und so weiter, diese Grundstrukturen, die primär verantwortlich sind für das tägliche Massaker des Hungers, müssen behoben werden. Letztes Jahr, 2009, haben die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne zusammen 53,8 des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Das heißt also, aller in einem Jahr auf der Welt produzierten Kapitalien, Waren, Dienstleistungen, Patente und so weiter kontrolliert. Die haben eine Macht, diese Oligarchie des globalisierten Finanzkapitals, die meist zu 90% westlichen Ursprungs ist, die haben eine Macht, wie es nie ein König, nie ein Kaiser, nie ein Papst in der Geschichte der Menschheit gehabt hat. Und die sind primär verantwortlich für diese total kannibalische Weltordnung. Welche Rolle spielt für Sie der Kolonialismus? Man kann ja auch zynisch sagen, das ist eine Renaissance des Kolonialismus im anderen, im kapitalistischen Gewand. Sie haben absolut recht. Das Grundmuster ist wiederum die Deshumanisierung des Unterworfenen, seine ontologische Diskriminierung. Ich sage, Demokratie kann es ja sowieso nicht geben in Afrika, also unterstützen wir die Militärdiktaturen, befördern wir die Militärdiktaturen. Das ist alles eine total rassistische Aussage. In der kannibalischen Weltordnung ist der Rassismus ein Grundelement. Was hochinteressant ist heute, ist, dass das verwundete Bewusstsein der Völker des Südens, viele Völker des Südens, plötzlich sich in politisches Bewusstsein, das verwundete Gedächtnis des Kolonialismus, der Sklaverei, das Gedächtnis an diese Schrecken, tritt plötzlich an die Oberfläche als politisches Bewusstsein, als Forderung nach Reparation, nach Wiedergutmachung und Entschuldigung. Beispiel der Weltkongress der UNO gegen Rassismus 2001 in Durban, der ja ein totaler Misserfolg war, weil gegen das verwundete Gedächtnis ist zusammengeprallt, des Südens ist zusammengeprallt mit dem brutalen, total blinden Herrschaftsgedächtnis des Westens. Die Reden von Sarkozy und so weiter, die stehen ja in meinem Buch und reden für sich. Aber dieses verwundete Gedächtnis, das jetzt politisches Bewusstsein wird, bringt ganz neue, souveräne Nationen hervor. Ich gebe ein Beispiel: Bolivien. Zum ersten Mal seit 500 Jahren in Südamerika wird ein Indianer demokratisch mit starker Mehrheit zum Präsidenten des zweitärmsten Landes, Riesenland Südamerikas, Bolivien, gewählt. 2006 Evo Morales Ayma, und nicht etwa ein als Indianer verkleideter Linksintellektueller aus La Paz, sondern ein Bauer, ein Aymara-Coca-Bauer, eben dieser Evo Morales. Und innerhalb von 6 Monaten, 1. Januar bis 31. Mai 2006, hatte 221 ausländische Minen-, Gas- und Erdölkonzerne enteignet, sie umgewandelt in Dienstleistungsgesellschaften, und jetzt hatte das Geld, um dieses schrecklich arme Land, das zweitärmste hinter Haiti auf dem lateinamerikanischen Kontinent vor 2006, aus dem Elend zu führen. Da passiert etwas, auch in Venezuela, auch in Ecuador ist diese Bewusstseinsbildung im Gang, dieser Wille, diese identitäre Renaissance, die Kraft gibt, und auch dieser Wille, zu radikal zu brechen mit der kannibalischen Weltordnung. Morgen kann das in Afrika geschehen, wenn der Krieg der Nigeria, heute unbekannt von den Europäern, nicht beachtet von den Europäern, aber der sehr intensiv ist, im Delta führt, im Niger-Delta führt. Da gibt es große Hoffnung. Es gibt eine zweite Hoffnung, das ist der Aufstand des Gewissens bei uns, in Deutschland, in Frankreich, in den westeuropäischen Demokratien, wo eine neue planetarische Zivilgesellschaft, jenseits der Parteien, der Institutionen und so weiter, weltweit, die Via Campesina, die Trabalhadores Sem Terra in Brasilien, die Lula an die Macht gebracht haben, ein neues historisches Subjekt, das nur nach dem kategorischen Imperativ, nicht nach einem Zentralkomitee, Einheitsprogramm und so weiter, funktioniert. Und Immanuel Kant hat gesagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird,
zerstört die Menschlichkeit in mir. Immer mehr Menschen schließen sich dieser Bruderschaft der Nacht an. Diese Bruderschaft der Nacht, diese neue planetarische Zivilgesellschaft ist eine ganz große Hoffnung für uns alle. Seien Sie mir nicht böse, Herr Ziegler, aber man kann auch sagen, das ist sehr utopisch gedacht. Nein, sehen Sie, Sie sind ein sehr zynischer Intellektueller. Ich habe ja extra gesagt, seien Sie nicht böse. Ich will dem Guten ja durchaus eine Chance lassen, aber man könnte ja auch sagen... Es geht nicht um Gut und Böse, es geht um Vernunft oder Unvernunft. Heiligendamm vor 3 Jahren. Der G8-Gipfel, die Frau Merkel war die einladende Staatschefin, ja, in Heiligendamm, wunderschöne Gegend dort am Meer und in Mecklenburger Heide und so weiter. Ja. Da war der Stacheldraht über Dutzende von Kilometern, schwarze Polizeihelikopter, Kampfschwimmer im Meer und so weiter und so weiter. Und hinter all diesen Mauern und Polizei, 12.000 Polizisten, tagten die Staatschefs der mächtigsten Industriestaaten. Ja. Mhm. Traktandum Afrika, Patentschutz und Investitionsschutz. Das fiel denen ein, zu Afrika, überhaupt nichts anderes. Und auf der anderen Seite des Stacheldrahtes waren 180.000 Menschen, Pfarrer und Marxisten und Junge und Alte und Männer und Frauen und Arbeiter und alles Mögliche, also quer durch alle Klassen, Altersklassen, soziale Klassen, Berufsstände, politische Familien, und die haben sich dort zusammengefunden, in diesen Zeltlagen und dann in der Kathedrale von Rostock zum Abschluss. Das war die Zivilgesellschaft. Die haben gesagt, diesen G8-Gipfel wollen wir nicht. In Afrika ist nicht die Investitionssicherheit und der universelle Patentschutz für westliche Pharmakonzerne das Problem. Dort ist das Problem, dass die Menschen am Hunger sterben. Wenn die Lage so ist, Herr Ziegler, und wenn, wie Sie haben mit Sie haben auch mit harten Worten gesagt, die Politik, die UNO hat völlig versagt. Wo liegt der gangbare gute Weg? Also wie kommt es zu dieser alternativen Gesellschaftsordnung? Wie kann man die Macht der Großkonzerne eindämmen? Ja, es gibt nichts Schlimmeres als Intellektuelle, die sagen, jetzt erkläre ich euch, was ihr tun müsst und was in der Zukunft geschehen wird. Ja? Das stimmt. Das kann kein Mensch. Das kann kein Mensch. Der Machado, der Dichter aus Spanien, der als einer der letzten aus dem brennenden Barcelona 1939 herausgekommen ist und zu Fuß über die Pyrenäen sich nach Frankreich geflüchtet hat, hat geschrieben in einem seiner schönsten Gedichte, Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Wanderer, es gibt keinen Weg, den Weg machen deine Füße selber. Und so ist es. Was wir wollen, ist die Befreiung der Freiheit im Menschen. Wir wollen diese absurde, kannibalische Weltordnung zerstören. Die muss weg. Was die Menschen, wenn sie einmal befreit sind von der Konzernmacht, von der neoliberalen Wahnidee, vom Rassismus, vom Neokolonialismus, also Legitimationstheorien der kannibalischen Weltordnung, was die dann mit ihrer Freiheit tun, das ist das Mysterium der Geschichte. Das weiß, kann kein Mensch voraussehen. Aber dass sie etwas Richtiges und Gutes tun werden, zeigt schon jetzt die schon jetzt bestehende und wachsende planetarische Zivilgesellschaft. Karl Marx hat gesagt, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Und das Gras in Europa wächst.